Ja, nimm zu. Gut. Ja. So, wir sind zurück vom Burger King. Wuhu! Mega cool gewesen. Ich war vorher richtig begeistert gewesen. Ihr habt vielleicht das Video vorher noch gesehen, wo ich im Winterthur aufgenommen habe. Der Ricky hat mir voll begeistert angerufen. Ah, oh, geil, ich habe nicht vergessen, am 30. Burger King App abladen. Hast du das Burger King App abgeladen? Genau, das war für nichts, weil alle kommen den gleichen Code über und sie wollen, dass du dich registrierst. Also, du brauchst das E-Mail, App gar nicht. Du musst E-Mail liegen, musst E-Mail bestätigen, dass sie auch ein Newsletter schicken können. Aber am Schluss haben alle gleich Code. Übrigens A98. A98? Ist der Code. Und okay, ja, das wissen A98, gut. Fangen wir zuerst bei den positiven Sachen an. Was finden wir gut? Also geschmacklich habe ich die Nuggets gut gefunden. Noch vorher. Dass der Burger King überhaupt etwas hat, das plant-based ist. Das finden wir schon mal geil, oder? Wenn es wirklich alles plant-based wäre, aber schon mal in die richtige Richtung. Wenn alles plant-based wäre, wäre es genau. Noch besser. Mayo ist es nämlich nicht. Genau. Oder? Man muss plant-based Whopper kannst du nicht einmal so bestellen. Musst du immer extra noch sagen, ohne Mayo. Wieso muss man wieder einen extra vegane Wurst haben? Wieso muss man eine extra Wurst haben, Burger King? Einfach mach doch eine vegane Mayo. Es ist so einfach, ich schwöre. Ich mache jetzt ein Video. Wahrscheinlich mache ich nachher schon eins alleine, wie man eine vegane Mayo macht. Zack, zack, bumm, 3-4 Zutaten und die vegane Mayo ist da, sie ist günstig, schnell und sie braucht kein Tierleidprodukt. Okay. Also, aber gut finden wir, dass man eine Option bekommt. Was wir einen Witz gefunden haben, ist, dass wir es klein gedruckt hätten müssen lesen, wir sind nämlich von hier in Burger King Volkenswil. Auf dem Weg des Herren hat es 3 Plakate, auf dem Weg retour haben wir nochmal 2 gesehen. Plant-based, heute, Aktion, gratis, da, die. Was haben sie uns denn gesagt? Die Filiale macht nicht bei der Aktion mit. Also Machen nicht mit, genau. Und eben bei der Aktion steht schon ohne folgende Filialen. Aber es sind einfach, keine Ahnung, 50 Restis. Und ich glaube nicht, dass jeder geht alles da. Ich habe gesehen, in Wiel, Wetzikon, Dietlikon, Zürich-Oberland ist recht. Zürich-Oberland ist recht breit vertreten. Genau. Und dann haben wir da noch schön viele Plakate gesehen und gedacht, safe. Gehen wir schnell. Der gestanden. Sorry, der Plant-Based Whopper gibt, also die Aktion läuft bei uns nicht. Und jetzt kommt der riesige Joke an dieser ganzen Geschichte. Es ist ein Marketing-Gag, liebe Leute. Weil es ist der Rebel Whopper. Es ist 1:1 der Rebel Whopper. Es ist nicht der neue Impossible Whopper von Amerika. Der Burger gibt es schon seit dem Januar 2020. Wir haben jetzt dann Oktober. Genau das gleiche, sogar es ist das gleiche Paket, es ist das gleiche Wrapping, es ist der gleiche Burger. Aber es ist einfach ein riesen Marketing-Gag und es ist Kundenfang, weil man soll die App abladen, man soll sich registrieren, seine Daten eingeben und du gehst her. Das Einzige, was neu ist, sind die neuen Plant-Based Nuggets. Die sind neu. Und auch dort, wieso haben wir dort nicht irgendeine coole oder 1, 2, 3 coole vegane Soßen können machen? Es muss nicht immer ein Tier drin haben, dass es schmeckt. Meine Nerven. Das sollte man doch mit 2020 wissen. Und das ist das, was ich recht doof finde. Jetzt gehst du extra in einen Burger King, weil du auf die grünen Plakate reingehakt bist, als Veganer, um zu sagen, weißt du, ich promote das ein bisschen, obwohl ich den Burger King alles andere als einen ethischen Laden finde und alles andere als unterstützenswert finde, gehe ich extra her und will das Ding ein bisschen supporten und ein bisschen pushen. Und dann merke ich, dass es eine riesige Katzenfängerei ist. Das ist auch nicht vegan übrigens, Katzenfangen. Grundsätzlich das Einzige, was sich verändert hat, ist der Name. Ja, und dass sie genau so ein grünes Plakat haben, wenn du ein Hemd hast. Schreibt uns in die Kommentare. Sind ihr gegangen? Wie haben das gefunden? Stört es euch, dass es im gleichen Fett frittiert wird wie andere tierische Produkte, wie Chicken Nuggets und so? Stört es euch, dass der Whopper auf dem gleichen Grill grilliert wird wie der mit den Kühen? Oder andere Patties und andere Zutaten, die auf dem Grill geschmissen werden, die von Tieren kommen, stört euch das? Ganz ehrlich, wir sind so, je länger ich vegan bin, je mehr stört es mich. Weil ich es einfach nicht mehr will. Aber ich bin nicht der, der wegen Spuren oder wegen Mikrokontamination ein Produkt nicht mehr essen. Wenn ich irgendwo in den Wald rausgehe und es hat eine öffentliche Grillstelle, weiss ich auch, dass dort irgendwelche Rückstände drauf sind. Ich schrubbe und putze, aber eine hundertprozentige Garantie, dass ein Mikrorückstand drin ist, haben wir auch dort nicht. Genau, also wenn ich die direkte Wahl habe, mal angenommen, ich gehe jetzt mit Mischköstern grillieren und ich weiss, ich kann einfach mein Säckchen haben, dann mache ich das. Aber ich würde jetzt das nicht als Grund nehmen, um das nicht zu supporten, weil ich weiss, wenn ich sogar gegen das bin und sage, nein, Burger King, da gehe ich jetzt nicht essen wegen dem, dass die dann sagen, ja gut, wir haben vegan probiert, hat nicht funktioniert, probieren wir das. Nein, die Querkontaminationen sind für mich nicht ein Grund, das nicht zu unterstützen, weil mein Geld fließt
indirekt zwar immer noch in einer Firma, die Tierleid supportet, aber ich unterstütze nicht eins zu eins beim Kauf von einem Produkt das Ganze, sondern das Produkt an sich wäre eigentlich plant-based. Wobei der Rebel Whopper gemäss CNBC und gemäss New York Times und so nicht einmal für Vegetarier geeignet ist, maximal für Flexitarier. Er ist nicht für Vegetarier, nicht für Veganer geeignet, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, aber der Grund, wieso dass wir das grundsätzlich hätten supporten, ist, weil wir eine Veränderung wollen. Wir möchten Burger King sagen, hey, da ist eine Nachfrage da, da gibt es mega viele Leute, die das würden kaufen. Und das ist das Ziel dahinter, dass einfach die, genau gleich wie andere grosse Firmen, die jetzt am Umstellen sind, checken, hey, es muss etwas annehmen. Ja. Genau. Absolut. Und das ja. ist der Fall. Also, wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir machen bald wieder mal ein Kamis-Video, würde ich sagen. Wir haben ja Munition ohne Ende bekommen. Ja, wir haben ja so coole Kommentare bekommen. Ja, wir haben so viele letzte Kommentare. Das ist der Tony M. Tony M ist der Man. Von dem haben wir ein paar gute Kommentare. Also vielen Dank an alle, die uns regelmäßig Futter liefern für die guten Videos. Und wir hoffen, ihr habt den Pleasure und schaltet wieder mal ein, wenn es wieder mal ein Kabis-Video gibt oder sonst einfach mal ein. Vielleicht machst du ja jetzt noch vegane Mayo. Mache ich nicht gerade jetzt, aber ich mache garantiert bald eine vegane Mayo. Und ich schwöre, es ist so einfach, ich werde lachen. Also, ciao. Tschüss.